Dies ist ein weiteres Video zur Anwendung App Inventor. Und zwar der zweite Teil dieser kleinen Reihe, um das Pong-Spiel ein bisschen näher zu erläutern. Im ersten Teil ging es darum, diesen Balken einzufügen und die Bewegung. Und jetzt geht es darum, den Ball einzufügen. Den nehme ich einfach mal hier rüber. So. Und dieser Ball, der bringt schon einige Attribute mit. Den möchte ich jetzt programmieren. Ich lasse den einfach jetzt hier in dieser Farbe und alles, das ändere ich jetzt nicht groß. Das kann man natürlich hier über die Attribute noch steuern. Mir geht es aber in diesem Video eher um die Programmierung. Also zunächst möchte ich auch wieder ein Ereignis mit diesem Button Start verknüpfen, denn dieser Ball soll, was weiß ich, auch hier oben starten. Jedes Mal, wenn Start gedrückt wird, soll er praktisch diese Position 153 und 9 erhalten und anfangen sich zu bewegen. Also 153 und 9. Ich gehe wieder in meine Kontrollstruktur vom Startbutton und wenn das Ereignis Start ausgelöst wird, ach so, nee, jetzt habe ich ja schon, brauche ich nicht. Das hatte ich hier schon, das kann ich natürlich einfügen. Der Balken kommt an eine bestimmte Startposition und eben der Ball auch. So, jetzt hat auch der Ball eine festgelegte Startposition, wenn ich den klicke. Was ich zusätzlich noch festlegen möchte, ist eine zufällige Startrichtung, also dieses Heading. Das hatte ich auch in einem vorhergehenden Video schon erklärt. Wenn ich den bewegen möchte, dann braucht er eine Bewegungsrichtung, eine Geschwindigkeit und ein Intervall, in dem er immer wieder gezeichnet werden soll. Und diese Bewegungsrichtung soll irgendwie zwischen hier und hier sein. Um das mit dem Heading etwas genauer zu verstehen, möchte ich da nochmal kurz hier drauf eingehen. Und zwar, wenn die Bewegungsrichtung hier nach rechts sein soll, dann wähle ich das Heading 0. Nach oben wäre 90, nach rechts wäre 180 und nach unten 270. Das heißt, und bei 360 wäre ich halt hier wieder nach rechts. Das heißt, die Bewegungsrichtung ändert sich hier gegen den Uhrzeigersinn, die Zahl. Und wenn ich mir den Ball jetzt vorstelle, den habe ich jetzt mal hier im Zentrum, ich möchte den ja nach unten in Bewegung setzen. Das heißt, irgendwie zwischen hier und hier. Und jetzt sage ich mal, hier sind 90 Grad, also ich gehe mal 60 Grad nach da und 60 Grad nach da. Also habe ich hier 210 und hier 330. Also zwischen 210 und 330 soll die Startrichtung gewählt werden und das möglichst zufällig. Das heißt, ich brauche noch ein paar mehr Blöcke hier für meinen Ball 1, nämlich nicht nur die X- und Y-Position, sondern auch das Heading soll gesetzt werden. So. Und zwar auf einen zufälligen Wert. Da gehe ich immer wieder bei Mathe hin und da gibt es nämlich einen Zufallsgenerator, einen Random. Hier eine Random-Zahl. Und zwar zwischen, was hatte ich gesagt, 210 und 330. So, das ist meine Anfangsrichtung. Jetzt muss ich eine Geschwindigkeit geben. Und dann noch ein Zeichenintervall. Also hier einmal die Geschwindigkeit, Speed, und einmal das Intervall. Die brauchen auch noch Werte. Und bei Geschwindigkeit, da wähle ich jetzt einfach mal 5 und das Zeichenintervall 10 Millisekunden. Das kann man natürlich hier noch variieren, um den Ball nachher dann schneller oder langsamer zu machen. Das wäre auch eine Möglichkeit, um verschiedene Level zum Beispiel zu machen, sodass man je nach Punktezahl dann die Geschwindigkeit erhöht zum Beispiel.
So, damit kann ich anfangen, den Ball zu bewegen. Als nächstes möchte ich ihn aber hier von diesen Kanten abprallen lassen. Also wenn er jetzt hier lang fliegt und dann hier diese Kante berührt, soll er abprallen. Also bei der Kante und bei der Kante soll er abprallen und bei der Kante wäre das Spiel verloren. So. Da es keine Schleifen gibt, gehe ich hier wieder auf den Ball und gucke, was es für Ereignisse gibt, die vielleicht für mich sinnvoll sein könnten. Und da sehe ich hier schon, wenn der Ball 1 Edge Reach, also wenn er eine Kante erreicht hat, das ist ja genau das, was ich haben will. Wenn er also irgendwo dran stößt und als Parameter gibt dieser Block quasi die Nummer der Kante wieder, die der Ball praktisch, also dieses Objekt hier berührt hat. Dazu muss man wissen, dass die Kanten mit Nummern versehen sind. Das sieht so aus. Hier bei dem kleinen Bildchen sieht man jetzt, wie die Kanten nummeriert sind. Also hier oben ist die Kante 1, unten ist minus 1, dann habe ich hier 3 und minus 3. Und für die Kanten 1, 3 und minus 3 soll er praktisch abprallen. Und bei minus 1 muss ich eine Fallunterscheidung machen, weil da wäre das Spiel praktisch verloren. Hier sind auch nochmal die Headings angegeben übrigens. So, Schleifen gibt es nicht, aber Falleunterscheidungen sehr wohl. Ich brauche also eine Kontrollstruktur hier, eine Falleunterscheidung. Und zwar ein if-else, dieses hier. So, und die Bedingung ist praktisch die Nummer der Kante. Wenn die nämlich gleich minus 1 ist, dann soll was anderes passieren als bei den anderen. Ich brauche also hier einen Vergleich. Wenn diese Kante die Nummer minus 1 hat, dann soll das Spiel quasi beendet werden. Da könnte ich jetzt alle Bewegungen stoppen und alles. Ich schreibe jetzt einfach oben in diesen Label verloren rein. Das ist das Einfachste, um das zu kennzeichnen. Das kann man hier natürlich beliebig komplexer machen. Um das Ganze ein bisschen abzukürzen, dass das Video nicht zu lang wird, habe ich hier jetzt einfach in diese Textbox, wo vorher der Zählerstand drin stand, habe ich jetzt einfach verloren reingeschrieben. Ist vielleicht nicht sinnvoll, weil der Zählerstand dann weg wäre. Das ist nur ein Vorschlag. Ihr könnt auch das ganze Spiel stoppen, da kann man sicherlich ein bisschen kreativ werden. Das überlasse ich euch. So, und ansonsten, ja, ansonsten soll er abprallen. So, das heißt, ich muss mal gucken, ob es hier bei dem Ball nicht irgend schon was Fertiges gibt, was ihm abprallen sagt. Und tatsächlich gibt es hier sowas wie, er soll, also eine Prozedur, die sagt, er soll abprallen von einer Kante. Aber jetzt soll er nicht irgendwie in Richtung Nord, das will ich nicht, sondern er soll von der Kante abprallen, die er ja gerade berührt. Das heißt, ich nehme mir hier den Parameter, der er gerade angibt, welche Karte berührt wurde, und von der soll er abprallen. So, jetzt bin ich fast fertig. Was noch fehlt, ist, wenn der Ball hier unten auf den Balken trifft. Dann soll einmal der Zähler erhöht werden und er soll praktisch auch abprallen. So, dazu brauche ich wieder ein Ereignis, nämlich wenn der Balken praktisch, wenn der Ball kollidiert mit dem Balken. Hier. Also, wenn der Ball mit etwas kollidiert, nämlich mit was auch immer, also in diesem Fall kann er nur mit den Balken kollidieren, es gibt keine anderen Objekte, es könnte ja aber auch andere geben, deswegen muss ich vorher abfragen, ob das andere der Balken ist. Und wenn er mit dem kollidiert, soll er praktisch abprallen. Also könnten ja auch noch andere Fremdkörper in dem Spiel eingebaut sein, Herausforderungen. Deswegen nehme ich hier wieder die Kontrollstruktur und sage, okay, also wenn dieses Ding, mit dem er da zusammen kollidiert ist, den ich hier über diesen Parameter other bekomme, weil es könnten wie gesagt auch andere sein, wenn das gleich
diesem Balken ist. Also das zusammengeprallte Objekt, wenn das gleich ein Balken ist. Ja, was soll er dann machen? Im Prinzip, wenn er den Balken trifft hier, dann soll er ja seine Bewegungsrichtung umkehren. Er soll also auch wieder abprallen. Dieses Bounce kann ich aber nur benutzen, wenn er eine bestimmte Kante erreicht hat. Und das soll er ja gerade nicht, sondern er soll von dem Balken abprallen. Sobald er den berührt hat, soll er abprallen. Das heißt, ich muss da die Heading einmal wieder ändern. Ich wähle die Heading einfach so, dass ich die momentane Richtung von 360 abziehe und somit dann eine Bewegung nach oben erzeuge. Da kann man sicherlich auch schönere Lösungen finden. Ich habe jetzt eine ganz einfache gewählt. Da könnt ihr gerne mal ein bisschen mit rumprobieren. So, jetzt habe ich, denke ich, alle wichtigen Elemente angesprochen. Und so kann man auf jeden Fall ein ganz einfaches Pong-Spiel programmieren. Ihr solltet das jetzt zum Beispiel hier an dieser Stelle mit dem Verloren noch ein bisschen verschönern, hier mit dem Heading und auch zum Beispiel verschiedene Level, dass der Ball schneller wird oder verschiedene Bälle auftreten, wenn man eine bestimmte Punktzahl erreicht hat. Da kann man also dieses einfache Spiel doch noch deutlich interessanter gestalten und das sollte eure Aufgabe sein. Zum Schluss noch ein paar Fragen, damit ihr sicher gehen könnt, dass ihr die wichtigen Informationen auch verstanden habt.